Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ich sag doch nochmal Hallo bitte. Hallo. Jetzt geht das richtige Mikrofon an. Perfekt. 2016, ich habe es vorhin schon angekündigt, wir müssen nochmal zurückblicken auf ein Jahr, das aus netzpolitischer Sicht auch ein ereignisreiches gewesen ist. Wir müssen nochmal sprechen über Datenschutz, über Überwachung, über den Zugang zu Netzen oder zum Thema Urheberrecht. Es gab weitreichende Änderungen in all diesen Bereichen. Es wurde der Weg für eine Totalüberwachung des europäischen Reiseverkehrs geebnet. Das war eins unserer ersten Gespräche, die Fluggastdatenspeicherung. Es wurden verschiedene neue Überwachungsgesetze entwickelt und ins Leben gerufen, die Geheimdiensten und Ermittlungsbehörden immer neue Kompetenzen bei gleichzeitigem Abbau der Kontrolle einräumen. Und dann hat auch noch das Bundesverfassungsgericht ein weitreichendes Urteil gesprochen. Wir erinnern uns an den Fall des Musikers Moses Pelham und die Band Kraftwerke, also Urheberrecht ist da das Stichwort. Jetzt habe ich versucht, das in einer Minute nochmal runter zu rappen, was da alles passiert ist. Wie ist das aus deiner Sicht? Wie ereignisreich war das Jahr 2016? Und welches Thema war vielleicht das Wichtigste für dich? Ja, es war sehr, sehr ereignisreich. Wir haben ja hier auch im letzten Jahr jede Woche darüber berichtet. Es gab einiges an Themen. Sicherlich im Überwachungsbereich hat sich sehr, sehr viel getan im letzten Jahr. Es gab viele neue Reformen, die zum Ausbau an Überwachung und einem Rückfahren von Grundrechten geführt haben. Du hast schon die Fluggastdatenspeicherung angesprochen, über die wir oft geredet haben. Also diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten. Ja. Es geht um 60 Einzeldaten pro Passagier, pro Flug, die anfallen. Sowas wie Sitzplatz, Informationen, was man isst, neben wem man sitzt und so weiter und so fort. Das soll jetzt für 5 Jahre lang auf Vorrat gespeichert werden. Wow. Und eben genutzt werden im Kampf gegen Terrorismus. Momentan ist eben die Große Koalition damit befasst, diese EU-Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Und dann wird eben diese Vorratsdatenspeicherung eingeführt. Das war sicherlich ein Rückschlag, nachdem wir es geschafft haben, seit 2011 sogar schon mal ein Nein im Innenausschuss des EU-Parlaments zu erkämpfen, das immer wieder verzögert haben durch unsere Bemühungen, ja. Aber eben im letzten Jahr war es dann nach 6-7 Jahren Verhandlungen dann doch leider so weit, dass das EU-Parlament zugestimmt hat, ja, zu dieser Vorratsdatenspeicherung. Von daher sicherlich eines der wichtigen Themen. Im politischen Bereich außerhalb des Netzes wird ja dieses Konstrukt Europa so oft kritisiert in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass gerade im digitalen Bereich, dass man sich da des Öfteren durchaus freuen konnte über die Kontrollinstanz Europa, über den Europäischen Gerichtshof, der hin und wieder dann den Überwachern auch mal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, gesagt, nee, Freunde, so nicht. Das hat mit den Bürgerrechten, die wir eigentlich unseren Bürgern in Europa gewähren wollen, nichts mehr zu tun. Also der EuGH ist sicherlich eine Instanz, die uns sehr geholfen hat, hier vor allen Dingen eben hervorzuheben, das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung jetzt Ende des letzten Jahres, also Ende 2016, wo es darum gegangen, zu untersuchen, ob jetzt die Vorratsdatenspeicherung in den Mitgliedstaaten eingeführt werden kann. Mhm. Wir erinnern uns an das Urteil von 2014, wo der EuGH gesagt hat, die europäische Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung widerspricht Grundrechten, den europäischen Grundrechten. Daraufhin haben dann die Mitgliedstaaten im Alleingang angefangen, diese Vorratsdatenspeicherung einzuführen, so auch Deutschland. Und in Schweden und Großbritannien ist man eben vor Gericht gezogen, hat den EuGH dann eben wieder konsultiert und der hat gesagt, Vorratsdatenspeicherung in Nationalstaaten geht nicht. Jetzt ist das Urteil halt nur für Schweden und Großbritannien. Das hat jetzt erstmal keine direkten Auswirkungen, ja, auf die deutsche Vorratsdatenspeicherung. Wir haben aber natürlich jetzt gleich nach dem Urteil noch an die EU-Kommission einen Brief geschrieben und haben sie aufgefordert zu überprüfen, ob hier jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet werden muss. Ja. Denn diese Vorratsdatenspeicherung in Deutschland widerspricht klar eben diesen europäischen Grundrechten, dem Urteil des EuGH. Und jetzt haben wir natürlich, jetzt versuchen wir die Kommission ein bisschen anzupicken, dass hier ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet wird. Ja. Das ist so gerade der aktuelle Stand. Und das ist dann eben auch was uns jetzt 2017 noch begleiten wird. Wir werden jetzt ein bisschen abwarten, der Kommission ein bisschen Zeit geben, darauf zu reagieren, zu antworten. Und hier werden wir natürlich am Ball bleiben und versuchen, dass die Kommission so ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleitet. Ja, aber das finde ich ist ein typischer Move für die digitale Gesellschaft. Ja, absolut, ja. Da wird quasi nochmal drüber nachgedacht, wie können wir jetzt dieses Urteil für uns nutzen und von hinten durch die Brust ins Auge auch dem deutschen Gesetzgeber, genau, nochmal formulieren oder klar machen, welche Ideen wir formulieren für eine freiheitliche Gesellschaft mit Internet. Gab es noch andere gelungene Aktionen von der digitalen Gesellschaft aus deiner Sicht, die nochmal erwähnenswert sind im Jahr 2016? Also eine sicherlich sehr gelungene Aktion war halt im europäischen Verband mit anderen NGOs unser Kampf für die Netzneutralität. Ja. Hier haben wir es zum Beispiel geschafft, nachdem
nachdem das EU-Parlament, also nachdem die EU die Verordnung zur Netzneutralität veröffentlicht hatte, die hatte ja noch einige Schwachstellen, sodass dann die europäischen Regulierungsbehörden, also das, was die Bundesnetzagentur in Deutschland ist, gibt es dann auch nochmal auf europäischer Ebene, die haben diese Regelungen dann nochmal ein bisschen konkretisiert, ausformuliert, und da gab es zum Beispiel eine öffentliche Konsultation, da haben wir alle Leute aufgerufen, daran teilzunehmen, und da haben dann tatsächlich über 500.000 Menschen in ganz Europa teilgenommen, sind unserem Aufruf gefolgt, und das ist natürlich, wenn 500.000 Menschen da sozusagen unserer Argumentation folgen und hier auch an diese Regulierungsbehörde einen Brief schreiben oder eine E-Mail schreiben und an dieser Konsultation teilnehmen, das ist natürlich dann toll und führt natürlich dann auch dazu, dass hier diese Regulierung dann eben nicht so schlimm ausgefallen ist, wie wir das teilweise erwartet hatten, wie wir das auch teilweise an die Wand gemalt hatten, weil der Lobbydruck vor allen Dingen der Provider, sowas wie Telekom, Telefonica, extrem groß war, sind sehr finanzstark, wir dagegen überhaupt nicht, aber die Community da draußen hat uns geholfen, 500.000 Leute haben mitgemacht, das ist natürlich beeindruckend, dafür auch nochmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ja, und das lässt einen ja durchaus auch positiv in die Zukunft, in die nähere oder auch in die fernere Zukunft blicken, denn man merkt, die Leute sind langsam sensibilisiert, was Bürgerrechte im Netz angeht, das ist nichts mehr für eine Spezialistengruppe, sondern mittlerweile hat jeder Nutzer des Netzes gemerkt, dass ihn dieses Thema eben auch angeht. Und wenn da solche großen Menschenmengen zusammenkommen, dann werden eben auch die reichen Lobbyisten mal ein bisschen unter Druck gesetzt. Und das ist ja was, was ihr auch sein wollt, ein Gegengewicht zur Lobbyarbeit, die ja stattfindet von den Konzernen. So ist es. Und das zeigt natürlich auch, dass sowas wirkt. Also, dass es halt durchaus was bringt, sich an solchen Aufrufen, die wir immer machen, zu beteiligen und da halt eben mitzutun und mitzuwirken und dann halt eben für ein offenes und freies Netz zu kämpfen. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über die wichtigsten Themen des vergangenen Jahres aus der Sicht der digitalen Gesellschaft. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über die Überwachungsmaßnahmen, die eingeleitet wurden, die zum Teil aber auch schon wieder zurückgerufen wurden quasi vom EuGH. Wir haben über Datenschutzideen gesprochen und über den Zugang ins Netz. Wir müssen aber auch nochmal über das Urheberrecht sprechen, denn da wird 2017 auch ein interessantes Jahr. Und ich hatte vorhin ja den Fall Moses Pelham und Kraftwerk angesprochen. Kraftwerk haben gesagt, hier, Herr Pelham, kein Bock darauf, dass du unser Riff in deinem Song verwendest. Zwei Sekunden unseres Songs in deinem Track verwendest, geloopt. Und da hat man ja eigentlich gerechnet damit, dass die deutschen Gerichte sagen, ja, Kraftwerk haben recht. Die haben das erfunden. Moses hat da nichts mit zu suchen. Aber nein, auch in Deutschland hat man das Recht auf Remix mittlerweile im juristischen Bereich als solches formuliert. Interessant. Sehr interessant. Also sehr interessantes Verfahren. Das geht auch schon seit, ich glaube, 18 Jahren mittlerweile hat man sich dann darüber gestritten, was auch schon sehr absurd ist. Ja. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht auch im Vorfeld zu diesem Urteil so eine Anhörung gemacht, wo wir auch dran teilgenommen haben, wo wir auch eingeladen waren. Folgert er hier auch gelegentlich im Radio bei euch mit ist. Ist dann da hingefahren, hat dann eben vor allen Dingen für ein Recht auf Remix Fair Use Klauseln geworben. Ja. Dafür streiten wir auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und das Gericht ist doch ein Stück weit überraschenderweise unserer Argumentation gefolgt, hat sich da eben auch für Bagatellschranken eingesetzt und hat gesagt, also in diesem Fall ist die künstlerische, also die Kunstfreiheit größer zu werden als hier eben diese urheberrechtlichen Bedenken und hat damit eben den Weg freigemacht für ein Recht auf Remix. Und wir werden natürlich weiter dafür kämpfen, insbesondere jetzt eben bei der europäischen Urheberrechtsreform, die ansteht, dass hier eben solche positiven Ideen da eben auch in den Prozess mit einfließen und dass hoffentlich dann bald mal unser Recht auf Remix auch Realität wird. Vor allen Dingen mit diesem doch sehr, sehr tollen Urteil aus unserer Sicht hier im Rücken. Jetzt ist das im letzten Jahr doch auch verstärkt und des Öfteren passiert, dass ihr quasi als Experten rangeholt worden seid, oder? Das ist richtig. Also wir sind immer mal im Bundestag oder auch in Landesparlamenten zu Expertenanhörungen geladen. Das bedeutet, dass dann Ausschüsse, bevor sie eben ein Gesetz auf den Weg bringen, nochmal so Experten einladen, die das dann aus so einer unabhängigeren Sicht, eben parteiunpolitisch sozusagen, nochmal bewerten sollen. Das haben wir einige Male gemacht, Thema Netzneutralität, WLAN-Störerhaftung und so weiter und so fort. Also waren wir bei einigen Anhörungen, haben auch immer wieder Stellungnahmen, zum Beispiel jetzt auch zur Umsetzung des europäischen Datenschutzrechts in Deutschland abgegeben. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Die ist ist vielleicht nicht so leicht zu lesen, auch nicht so leicht zu verfolgen, sowas. Da muss man sich ein bisschen reinarbeiten in die Thema, etwas trocken, aber
Es ist natürlich eben eng, ganz eng an diesen parlamentarischen Prozess dran und damit haben wir natürlich sehr gute Möglichkeiten, hier zumindest unsere Ideen vorzustellen und dafür zu werben, dass die dann natürlich auch in Gesetzesform irgendwann umgesetzt werden. Ja. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig, auch abseits von Demonstrationen, abseits von Aktionen, solche Termine wahrzunehmen und versuchen hier eben eng am parlamentarischen Prozess, eng an den Entscheidungsträgern zu arbeiten und dort eben für eine gerechtere Netzpolitik zu werben. Welche Themen werden euch da das nächste Mal beschäftigen? Also hast du schon im Hinterkopf, zu welchem Thema du am liebsten sofort in den Bundestag gehen willst und das Rednerpult entern? Ja, also das nächste, wo wir jetzt eingeladen sind, ist dann, da geht's um Social Bots wieder. Ah, okay. Das ist jetzt ein großes Thema eben für die Parteien jetzt vor der Bundestagswahl. Da gibt es sehr viele merkwürdige Sachen, die da in die Debatte reingeworfen werden. Da hoffen wir natürlich, dass wir durch dieses Expertengespräch auch nochmal ein bisschen Ruhe in die Debatte bringen, ein bisschen Sachlichkeit in die Debatte bringen. Hier werden ja auch immer wieder auch mit diesen Fake News immer wieder sehr merkwürdige Vorschläge gemacht, die durchaus die Meinungsfreiheit eben gefährden könnten. Hier muss man eben ein bisschen aufpassen und halt einfach eine gewisse Sachlichkeit mal in die Debatte bringen. Deswegen ist das auch ein durchaus wichtiger Termin für uns. Aber es ist auch gerade, weil du sagst Sachlichkeit, das ist ja wirklich genau der Themenkomplex, wo man quasi sachlich und analytisch bleiben muss, dann ist die Hälfte der Gefahr ja schon gebannt, oder? Also ich glaube, dass da vieles hochgebauscht wird, dass da viel Gefahr gesehen wird, die eigentlich gar nicht da ist. Also hier einen reflektierteren Umgang mit sowas zu finden, braucht offensichtlich Zeit und braucht eben vor allen Dingen eine Versachlichung der Debatte und da wollen wir uns natürlich gern dran beteiligen. Mhm. Darüber hinaus werden natürlich wichtige Themen für uns nächstes Jahr sein, die E-Privacy-Reform. Wir hatten es kurz vor Ende des letzten Jahres hier auch schon in der Sendung angesprochen. Die Kommission wird jetzt Mitte Januar einen Vorschlag machen. Da geht es darum, Datenschutz für Messenger anzupassen. Die aktuelle Richtlinie ist aus dem Jahr 2002. Da gab es sowas wie WhatsApp und Skype nicht wirklich. Da braucht es eben strengeren Datenschutz und das wird jetzt im kommenden Jahr reguliert. Und hier wollen wir natürlich auch, ähnlich wie bei der Datenschutzreform, für ein starkes Datenschutzrecht lobbyieren. Und hier werden natürlich dann auch wieder die Lobbyinteressen von Google und Facebook auf der anderen Seite sein. Also die Gegner hier in dem Spielfeld werden natürlich dann auch vergleichsweise wieder übermächtig sein. Deswegen sind wir da natürlich auch wieder auf die Unterstützung der Menschen da draußen angewiesen. Ja, und da können wir ja vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs auch direkt nochmal aufrufen, euch weiterhin zu unterstützen. Digitalegesellschaft.de lautet die Adresse, unter der man sich noch weiter informieren kann über den Verein, der hier regelmäßig zu Gast ist. Dort findet man auch raus, wie man euch finanziell zum Beispiel unterstützen kann. Das ist ja auch immer gerne gesehen, der ein oder andere Eurone auf eurem Konto. Hilft wenn man, uns sehr, ja. Ja, wenn man jetzt aber sagt, ich bin pleite, aber im Bereich der digitalen Grundrechte relativ fit, kann man sich da auch noch einbringen bei euch? Ist der Verein quasi auch im Begriff zu wachsen? Wollt ihr da vielleicht noch mit mehr Leuten ran? In die Parlamente und so? Ja, es gibt ja immer wieder, wie gesagt, solche Aktionen, wo wir Leute dazu aufrufen, konkret sich zum Beispiel an Abgeordnete zu wenden und eben konkret an dem Prozess mitzuwirken. Wir berichten ja auch hier immer in Digitale Gesellschaft darüber, wann eben so ein Moment passend ist. Mhm. Zum Beispiel jetzt wird es sehr, sehr wichtig sein, die CETA-Abstimmung steht vor der Tür im EU-Parlament Anfang Februar. Hier sind alle aufgerufen, ihre EU-Abgeordneten zu kontaktieren und hier eben dafür zu werben, dass dieses Abkommen nicht angenommen wird. Ebenso wird es auch eine Abstimmung über die EU-Antiterror-Richtlinie geben. Da sind so wirre Sachen drin, wie zum Beispiel Netzsperren, also dass eben der Zugang zu Netzseiten gesperrt werden soll, währenddessen die Seite nach wie vor im Internet zu finden ist, also die auch relativ leicht eben zu umgehen sind. Ja. Völlig wirre Maßnahme, um gegen Terrorismus vorzugehen, also wie da Netzsperren helfen sollen, ist uns vollkommen fraglich. Hier wird also eben die Freiheit des Netzes eingeschränkt. Um unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Terrorismus. Also auch hier sind die Leute aufgerufen, ihre Abgeordneten zu kontaktieren und zu sagen, das darf nicht in so eine Richtlinie rein. Also wir rufen natürlich immer wieder dazu auf, zu konkreten Aktionen sich daran zu beteiligen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwieriger bei so einem Expertengespräch im Bundestag, da ist dann immer ein Mensch eingeladen. Ja. Da bringt uns das dann erstmal nicht so viel, wenn dann da 100 Leute aufschlagen. Also es gibt eben immer verschiedene Aktionen zu verschiedenen Zeiten, wo wir eben dann auch immer wieder die Unterstützung von euch allen da brauchen. Und das wäre jetzt eben CETA-Abstimmung, Antiterrorrichtlinie, Abstimmung im EU-Parlament, konkrete Sachen, wo wir dringend eure Hilfe benötigen würden. Und da würde ich dann an dieser Stelle vorschlagen, dass wir in der nächsten Woche vielleicht schon wieder ein konkretes Thema uns rauspicken und die Leute dazu aufrufen, sich über dieses Thema noch weiter zu informieren und sich auch einzubringen zu diesem Thema. Jetzt haben wir erstmal einen kleinen Ausblick aufs Jahr 2017 geschafft und auch einen Rückblick aufs Jahr 2016. Dafür vielen Dank, Alexander Sander. Sehr gerne. Er kam von der digitalen Gesellschaft und hat uns besucht.
Freestyler rock the microphone, sage ich. Und dann sehr gut. Und dann werde ich nochmal verweisen auf die Website digitalegesellschaft.de. Dort findet ihr die wichtigsten Informationen. Dort findet ihr auch raus, wie man diesen Verein mit ein bisschen Geld unterstützen kann. Aus unserer Sicht ist das schon mal ein guter erster Schritt. Das wäre ein guter erster Move im Jahr 2017. Und natürlich auf unserem YouTube-Kanal die Aufzeichnung von all diesen Sendungen hier. Stimmt. Nicht zu vergessen. Oh, das unterdrücke ich immer, beziehungsweise ich versuche diese Informationen nicht rauszuhauen, weil ich ja so ein Radioman bin. Ich will gar nicht, dass man mein Gesicht sieht, aber man kann es auch auf Soundcloud gefilmt. Kann man es ausschließlich auch nachhören, wenn man möchte. Dann mache ich das da auf Soundcloud und ihr guckt einfach mal bei YouTube nach der digitalen Gesellschaft. Da sind unsere Gespräche auch der letzten Monate als Video nachzukicken. Vielen Dank, Alexander. Sag auch dem Volker Tripp nochmal schöne Grüße und ein schönes neues Jahr. Tschüss. Ciao. Flux FM in digitaler Gesellschaft.